Shalom Aleichem. Ich bin Sarah Rochel Schächter. Und ich bin Ivy Jochnewitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es gesinnte Heit. Wir wollen euch weisen, wie ihr zu machen zwei Minen Zimis, die sind nicht zu süß. Meins wird dann fleischiger. Und ich will machen stottische, raffinierte Parvizimis. Gut, wir wollen unheben in unser fleischigen Zimis beim Oven, weil wir dürfen zuerst prägeln das Fleisch in der Zibbelis. Jetzt lassen wir sie gehen mit der Zibbelis und sehen, was wir dürfen. Es nimmt den Topf, was sie kennen, sei es ein Offenfeuer, sei in einem Oven. Wir wollen da reinziehen, bloß ein Löffel Canola-Bäume. Lass sich es unwärmen auf einer hohen Flamme. Seht ihr an, das Fleisch, das ist Flanken. Ihr könnt nutzen ein Fint oder ein Fint in der Halb. Ich sage immer ein, ich will das also ziehbräunen auf alle Seiten. Wir machen das Feuer ein bisschen kleiner, weil er nicht wirklich das ziehbräunen zieht hier. Und direkt ist er in, das soll sich nicht ziehkleben. Zum Topf. Nu is de kocht er schon 5 minuten. Laten we het even draaien op de tweede zaad. En zo is het bruint er schon 2. En laten we kochen. Dus maar weniger. Dus maar in 3 minuten. Iets heeft toch gekocht schon op beide zaden. Neemt er ruis het vlees. Tiet het er aan in de taart. En daar had je zerschnittene 2 grote zerschnittene zibbelen. Dus ik geef prägelen in een saus van een vlees. Over een middelen feier. Nu is de hilt in de level. Je zult niet zo kratzen in de top. Van de zibbelen werd je doorzichtig. Uit in 5 minuten. Je kunt hier aan zien de meel. Dus is 1,5 vint. Zerschnittene Nägel, große Stücke und 1,5 Pint Patates zerschnitten. Genau. 3/4 Teppel getrocknete Pflaumen, 3/4 Teppel getrocknete Aprikosen. Ihr seht, ein ganz bisschen Zucker, den Honig, aber das wird dann sehr süß und sehr batant. Zum Schluss das Fleisch von oben und verdeckt die ganze Sache mit Wasser. Macht Platz für das Fleisch in ein wenig. Entdeckt das Sieb. Ob ihr wollt, könnt ihr euch ein bisschen Salz anziehen. Ich will auch ein bisschen Salz anziehen. Ein halber Löffel. Entdeckt Sieb und lasst es mliehen. Zuerst soll sie sieden und noch wenn sie sieht, wird es mliehen. Ein Erdach, 15 Minuten. Dann noch mal mehr anstellen in den Ofen. Jetzt stellt wir, wir machen das Zimis mit Meeren und Flammen. Was ist gewürzt mit Chili-Pfeffer und Lorbeerblätter. 3 Lorbeerblätter, ob sie sind klein oder 2 Lorbeerblätter. Die Meeren und Flammen wollen wir abkochen in Tee. Das wird sein sehr Geschmack. Mehrlich könnt ihr zerschneiden oder in rändlich oder in ovalen alle achsen dick. Ich hab lieb zu machen ovalen, weil die Fläumen sind in schön ovalen, weil die mehrlich und Fläumen euch sind sehr schön zusammen. Mehren sind in, sehr maseldick, für Rosh Hashanah. Sie sind in gold
Und das Wort mehren meint, dass wir Wett haben, mehr zu schön, mehr. Das ist 1 Pfund Merlich, an Erich 2,5 Teppich Merlich. Und zudem habe ich 9 Unzen Flommen, an Erich 1,5 Teppich Flommen, weil die Flommenwellen wären größer, wenn sie kochen. Jetzt geht sie zum Oven. Die Zwiebeln habe ich schon früher zerschnitten und geprägelt. Ab 15 Minuten sind sie schon dunkelgold. Jetzt geht sie die zerschnittene Merlich. Mach ein bisschen heißer den Flamm. Prägelt sie ab ein bisschen, bis die Zwiebeln werden braun und die Merlich zerbräunen sich ein bisschen. Es hat sich schon geprägelt auf 5 Minuten und jetzt gibt sie ein scharfer Pfeffer, die Lorbeerblätter und die getrocknete Pflaumen. Und jetzt, als die Zwiebeln sind schon dunkelbräun und die Möhren zerbräunen sich ein bisschen, gießt an Tee. An Erich 2 Teppich Tee, genügt sie zu decken. Gibt sie ein Löffel Salz. Deck es zie und kocht, bis die Möhren werden weich, an etwa 10-15 Minuten. Nehmt es ab, das Deckel, und kocht es noch 15 Minuten. Der Saft soll werden gedächter. Man sagt auf Jiddisch gedächt wie ein Zimmes. Und zum Sof gibt sie die Sticker Limine. Nur auf ein paar Minuten, sie sollen sich umwärmen. Es wird erst gekocht, die Zimmis für 20 Minuten, bis die Möhren und Bataten sind geworden, ein bisschen weich. Danach stellen wir in den Ofen auf 350 Grad. Stellen wir an den Zimmis. Deckt es sie. Und lasst es sich kochen, 1,5 bis 2 Schuhe, bis das Wasser geht aus und die Mehlach und die Bataten sind in den ganzen Weich. Zwischen 2 Schuhe kocht sich in den Ofen. Ich gehe jetzt da rausnehmen, den Topf. Ah, es schmeckt also gut. Is ot hat ihr a paar of a Zimmis, a fleischigen Zimmis. In Zimmis meint doch a sach Sachen. Jetzt dert versteht es, für was a Zimmis is a Muschel für alles, was is wunderlich süß und Geschmack. Wegen Geschmack macholem sagt man, es ist same Zimmis, a viele wenn es ist nicht Zimmis. Und wegen a Moid, was is wunderlich schön, sagt man, a Moid wie a Zimmis. Und man nützt es auch ein bisschen sarkastisch, wenn die Mama sagt zu der Tochter, was machst du als ein Zimmis dafür? Das auch. Wir hoffen, dass ihr da nur gehört, wenn unser Kochprogramm, wie es euch zu lernen, in 2 Minuten Zimmis, prüft es euch machen in der Heim, in Hotanur. Esst gesinnt ihr. Wahrscheinlich.